Liebe Freunde des Bagnussee-Chors Saxonia Freiberg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Beginn unseres Adventskonzertes hörten Sie den Choral Sanctus aus der Davidmesse von Josef Heuchler. Die Adventszeit ist traditionell eine Zeit der Besinnung und des Rückblicks auf das zu Ende gehende Jahr. Für uns als Orchester und Verein bedeutete der von Oktober 2020 bis Ende Mai diesen Jahres dauernde Lockdown, dass sowohl Proben als auch Auftritte sowie fast das gesamte Vereinsleben für 7 Monate ruhen mussten. Wie groß war die Freude bei den Musikerinnen und Musikern, als am 3. Juni die erste Probe im Hof des Saxonia-Gebäudes stattfinden konnte und das Orchester wieder die ersten Auftritte bestreiten konnte. Es begann standesgemäß mit der musikalischen Begrüßung der Gäste zur Verleihung des Sächsischen Verdienstordens im Dresdner Schloss. Die weiteren wenigen Auftritte 2021 reichten von der Eröffnung des Bergstadtsommers und dem Gemeinschaftskonzert mit dem Musikkorps der Stadt Olpernhau zum Berggottesdienst und der Bergparade in Freiberg, über ein gemeinsames Konzert mit unserem und dem Musikantennachwuchs der Uederaner Blasmusikanten in Uederan bis zur Marschmusik bei der Jubiläumsparade 100 Jahre Freital. Die letzten beiden Auftritte bestritt unser Holzbläserensemble beim Jubiläumskonzert der Freiberger Bergsänger in der Nikolaikirche und beim Benefizkonzert für die Flutregion Bad Neuenahr-Ahrweiler im Freiberger Dom. Und es war dieser Auftritt, der mir persönlich viel bedeutet hat. Nur wenige Wochen vorher war ich zusammen mit Freunden in der durch die Flut stark betroffenen Region im Ahrtal, um einer jungen Winzerfamilie etwas bei der Weinlese zu helfen. Ich konnte dort einerseits das enorme Ausmaß an Zerstörung sehen und auch das Leid der betroffenen Menschen erahnen. Andererseits habe ich aber auch die große Dankbarkeit für die Hilfe und die Zuversicht der Menschen gespürt. Man denkt dabei unvermittelt an die große Hilfe, die unsere Region bei den Flutkatastrophen in Sachsen 2002 und 2013 aus ganz Deutschland erfahren hat. Das ist sehr befriedigend, wenn man dann wieder etwas zurückgeben kann. Und wenn es nur ein kleiner musikalischer Beitrag bei einem Benefizkonzert ist. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Euch eine besinnliche Adventszeit und eine gesegnete Weihnachtszeit. Und weiter viel Vergnügen bei unserem Adventskonzert. Hören Sie nun 2 Erzgebirgsklassiker, nämlich den Annaberger Bergmarsch und den Schneeschuhfahrermarsch. Gespielt vom Bergmusikchor Saxonia Freiberg unter der bewährten Leitung von Bergmusikmeister Jens Göhler. Gute Unterhaltung und Glück auf! Thank you.
Liebe Musikfreunde, ich bin seit 11 Jahren Dirigent und insgesamt schon 46 Jahre in diesem Orchester. Aber solche verrückten und musikalisch unsichere Zeiten habe ich noch nie erlebt. Wir spielen unsere Konzerte normalerweise in einer fast bis zum letzten Platz gefüllten Nikolaikirche und sind in der Vorweihnachtszeit überall präsent. Auf Bergparaden, Berggottesdiensten, Mettenschichten, Weihnachtsmärkten und natürlich mit unseren 2 Adventskonzerten. Nun wurde aus den bekannten Gründen alles abgesagt. Die ganze Repertoire- und Besetzungsplanung habe ich, wie schon im letzten Jahr, umsonst gemacht. Wir haben uns aber sehr kurzfristig zu der Konzertvariante entschieden, die Sie heute hier sehen und hören können. Es musiziert die 2G-Version des Bergmusikchors Saxonia Freiberg, wobei wir die übliche kompakte Sitzordnung verlassen mussten und so durch die geforderten Sicherheitsabstände Areale des Podiums belegen, auf denen bisher noch nie ein Musiker von uns gesessen hat. Je weiter man voneinander entfernt sitzt, umso schwieriger ist das Zusammenspiel. Wir hoffen, dass wir Ihnen trotz der leeren Konzerthalle ein wenig weihnachtliche Stimmung bereiten können. Musikalisch geht es jetzt weiter mit Weihnachtsliedern aus Amerika. Zuerst erklingt ein Medley mit den Liedern A Holly Jolly Christmas, Santa Baby, Frosty the Snowman und The Christmas Song. Danach laden wir Sie ein auf eine weiße Weihnacht mit einer Bearbeitung des Liedes White Christmas. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und bleiben Sie gesund. Schöne Weihnachten und Glück auf! Thank you.
Ich freue mich, dass Sie, liebe Zuschauer, zu unserem digitalen Adventskonzert zugeschaltet haben. Wir hätten uns sehr gefreut, Sie persönlich in der Freiberger Nikolaikirche begrüßen zu dürfen. Doch leider sollte es auch in diesem Jahr anders kommen. Doch wie immer gilt, wir machen das Beste aus der Situation und sehen stets das Positive. So hoffe ich, Sie haben es sich mit einem leckeren Punsch und etwas Stollen oder Lebkuchen auf dem Sofa bequem gemacht. Und trotz aller Widrigkeiten, so ein digitales Konzert hat eben auch einen komfortablen Vorteil. Sie können uns bequem vom heimischen Sofa am Kamin folgen und dabei kulinarische Leckereien genießen. Für mich gleicht das zurückliegende Jahr einem Fantasy-Film. Das Drehbuch dazu hätte wahrscheinlich zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten nötig. Doch so wie es war, hat es die Chance, als schlechtester Film aller Zeiten ausgezeichnet zu werden. Wie schön wäre es doch, wenn es eben nur ein Fantasy-Film wäre. Und nach dessen Ende könnten wir wieder mit all unseren Freunden die reale, altvertraute Welt genießen. Mit dem Blick auf das neue Jahr bleibt die Hoffnung, dass dieser Film sein Ende findet. Lassen Sie uns gemeinsam fantasievoll und positiv in die Zukunft schauen. Schließen Sie dazu am besten Ihre Augen. Denken Sie an den Duft gebrannter Mandeln und Glühwein. Große weiße Schneeflocken fallen vom Himmel. Aus der Ferne hören Sie das sanfte Läuten der Kirchturmglocken. Und Sie besuchen mit all Ihren Liebsten einen Weihnachtsmarkt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und genießen Sweet Bells Fantasy. Die Noten dafür schenkte uns übrigens unser Fördermitglied Mario Hüsig aus Oberösterreich. Vielen Dank dafür und ein herzliches Glück auf in unser Nachbarland. Anschließend nehmen wir Sie mit auf eine musikalische Reise in die heilige Stadt. Das gefühlvolle und melancholische Lied The Holy City ist der heiligen Stadt Jerusalem gewidmet und lädt ebenso zum Träumen von einer besseren Zukunft ein. Ich wünsche Ihnen nun von Herzen eine wundervolle Weihnachtszeit und freue mich, Sie bald wieder persönlich bei einem unserer Konzerte begrüßen zu dürfen. Thank you.
Liebes Publikum, viel lieber hätte ich Sie alle persönlich getroffen und viel lieber hätte ich in viele lächelnde Gesichter gesehen. Die überwältigende Resonanz mit Ihnen als Publikum gibt uns Musikerinnen und Musikern so viel. Ich wohne mittlerweile seit 3 Jahren in Thüringen und kann nicht mehr an jeder Probe und jedem Auftritt teilnehmen. Für die Adventsauftritte mache ich jedoch immer alles möglich, denn für mich ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres. Der Dezember in Jena ist jedoch ein ganz anderer als der in Freiberg. In kaum einem Fenster leuchtet ein Schwibbogen. Selten hängt mal ein Herrnhuter Stern am Eingang. Deswegen freue ich mich jedes Jahr auf Zuhause. Die Weihnachtszeit bedeutet für mich nach Hause kommen. Ich freue mich auf die Gottesdienste, um endlich mal wieder die schönen Choräle spielen zu können. Ich freue mich auf die eiskalten Paraden, die nur mit Taschenwärme und Flachmann ertragbar sind. Ich freue mich auf die Gulaschsuppe in Brand und sogar darauf, 15 Arschledersprünge zu sehen und dementsprechend auch 15 Mal den Tusch in Freiberg zu spielen. Aber vor allem freue ich mich auf das Orchester, meine Familie. Für Sie erklingt nun das spanische Weihnachtslied Feliz Navidad. Im Anschluss hören Sie Last Christmas. Letzte Weihnachten. Last Christmas war leider genauso, wie dieses Weihnachten sein wird. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen und alles dafür tun, dass wir uns nächstes Weihnachten alle wiedersehen können. Viel Vergnügen und alles Gute für Sie.
Dank der Nachwuchsinitiative des Bergmusikchors hatte ich die Möglichkeit, mein Instrument, die Querflöte, zu erlernen. Nach 4 Jahren Ausbildung und Mitwirken im Nachwuchsensemble des Vereins wurde ich in diesem Jahr in die Reihen des großen Orchesters aufgenommen. Das war ein besonderer Moment für mich, denn endlich habe ich eine schicke Musikeruniform und kann spannende und interessante Momente miterleben. Von Anfang an wurde ich gut integriert und als vollwertiges Mitglied wahrgenommen. Die erfahrenen Orchestermusiker halfen mir, wann immer ich Fragen hatte oder es Unklarheiten gab. So konnte ich mich gut auf die ersten Auftritte vorbereiten. Anfang Juli war es dann soweit. Wir fuhren nach Dresden und spielten zum Festakt zur Verleihung des Sächsischen Verdienstordens. Ein toller Moment, aber etwas aufgeregt war ich schon. Seither folgten zahlreiche Proben und Auftritte. Vor wenigen Wochen unter anderem das Probenlager mit dem gesamten Orchester. Eine tolle Möglichkeit, intensiv zu proben und auch als Orchestergemeinschaft zusammenzuwachsen. Ich kann das Motto der Ausbildungsinitiative nur wärmstens empfehlen. Lern ein Instrument und spiel bei uns mit. Etwas traurig bin ich schon, weil nun wieder keine Bergparaden und Konzerte im Advent stattfinden können. Als langjähriges Mitglied der Kinder- und Jugendgruppe der Bergparade bin ich mit dieser Tradition groß geworden und hatte mich sehr gefreut, die Bergparade endlich aus der Musikerperspektive erleben zu dürfen. Aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Ich darf nun den letzten Block unseres digitalen Weihnachtskonzerts ankündigen. Mit dem Neustädtler Bergmarsch möchten wir das Gefühl einer Bergparade lebendig werden lassen und laden anschließend zum Gesang des Weihnachtsliedes O du Fröhliche ein. Zum Schluss gibt es sicher noch eine Zugabe. Gute Unterhaltung, ein frohes Weihnachtsfest und ein herzliches Glück auf!